So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, nach zu einer neuen Folge Pathfinder Kingmaker. Was habe ich denn da unten jetzt eingeblendet für einen Quatsch? Da, ist er weg. Habe ich das Datum mal eben eingeblendet. Und schon gibt's Stress. Ja, wir haben irgendwie in der letzten Folge hier einen Troll gefunden, der uns hier einen erzählt hat, dass sie hier eine Stadt mit Kobolden und Trollen zusammen planen. Ja, und die sind alle total freundlich und überhaupt nicht negativ. Und deswegen wollen wir hier der Sache auf jeden Fall mal kurz auf den Grund gehen, was denn hier wohl los ist. Und, hier war jetzt das Empfangskommando. Das total freundliche. Ja, Erkuns Spuren nachgehen. Okay. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Wir nehmen erstmal unsere Gastgeschenke, die die Kobolde uns mitgebracht haben, einmal entgegen. Und dann schauen wir mal weiter gleich. Heiter weiter. Was ist da los? Das robuste Mauerwerk der Zwerge ist mit Moos bewachsen und an einigen Stellen brüchig. Wer hätte das gedacht? Oh, da ist schon wieder Empfangskommando. Leg mal los, Freunde. Was ist denn mal mit Säure hier? Tot? Tot. Ach, da ist noch irgendwie ein Hund wieder aufgestanden. Was ist da los? Okay. So, ich habe mir mal überlegt. Ja, habe ich mir gar nicht überlegt. Geh da weg. Geh da weg. Wir gehen mal hier weiter. Da steht keiner. Wir gucken uns erstmal weiter um, Freunde. Wir wollen ja nicht jetzt übereifrig da reinstürmen. Sondern wir gucken erstmal, wenn wir noch hier so alles wegmitschen können. Alle weg, ey, das geht ja hier mal. Alter Zwergenschlüssel. Beuten. Ja, wie jetzt wieder alles eingesammelt, ich doof, ne? Ich sammle immer den ganzen Crap mit ein hier. Da noch was? Da ist der Rand. Da ist Rand. Da ist Rand. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal rein in die Festung. Ja, da geht noch ein Weg hoch. Müssen wir auf jeden Fall mal der Sache nachgehen. Hey, hier bleiben, hier bleiben. Sackgasse. Ah, wir können hier hochklettern. Aber ich würde sagen, bevor wir da hochklettern, ne, buffen wir uns erstmal ein bisschen durch hier. Wenn ich mal probieren wollte. Geht gar nicht. Hatte der Tristia nicht auch irgendwelche anderen Zauber, die ich noch gar nicht hier drin habe? Hier Untote befehligen oder so? War da nicht irgendwie sowas? Kurz vor Bösem. Guck mal, der ist auch nicht drin, oder? Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal da hoch zu klettern. Das war nix, oder was? Okay. Ich würde auch eher so die ganze Gruppe mal nehmen. Mal wieder nix. Doch, jetzt sind wir oben, wollte ich nur sagen. Eieieiei. Du siehst den Kobold-Schaman, den du kürzlich auf dem Waldweg getroffen hast. Wie es scheint, haben er und seine Horde das Versteck der Trolle erreicht. Kobold-Flammenschamane, Garasu-Grüße! Der Kobold streckt seine Hand aus und starrt eine der Trollwachen an. Grüße! Mördergulbknackkarat! Barga noch nicht sprechen wir Borba, sagt der zweite Troll und tritt nach vorne. Barga neu kommen erst gestern. Er bückt sich und berührt vorsichtig die Hand des Kobolds. Kobold kann gehen, Trobold Heimat, verkündet der Troll und lässt die Kobolde eintreten. Ja, dann gehen wir doch auch mal hin und machen Garagit. Ganz viele Sachen. So. Oh, eine Falle. Ja,
Kalle, der Kalle, dem stellen wir eine Falle. Oh, fuck. Jetzt trotzdem weg? Oder tut die jetzt noch weiter? Aua. So, kann losgehen. So, die nächsten bitte einmal rankommen. Eieieiei, was ein Blutbad. Oh, haben die irgendeinen Schlotz, meine? Nur super Sachen haben die dabei, die Trolle. Das sieht der Theodor gerne. Und wir gehen mal weiter gucken. Nicht, dass wir hier eine böse Überraschung von hinten kriegen nachher. War ja mal ein leichtes Spiel hier. Leichtes Spiel mit Erandil. Oh. Wer wirft denn da mit Steinchen? Warum ist die Valerie denn so langsam? Die überladen oder was? Hat er jetzt fertig gezaubert hier? Ja, ich wollte sagen, dass ich jetzt den Zauber abgebrochen hätte. Weg den Dreck. Geht's da noch weiter? Sind da noch welche? Ist da noch wer? Hallo, hallo? Kiste und eine Falle. Da muss die Octavia sich doch mal drum kümmern. Nicht gelungen, die Falle zu entschärfen. Jetzt rennen aber nicht da unbedingt durch, würde ich sagen. Boah. Wo Knochen sind? Werden auch ein paar Trolle sein, oder nicht? Keine Trolle mehr. Ah, nun gut, dann würde ich fast sagen, wenn wir hier alles schön freigeräumt haben, machen wir hier nochmal ein Lagerfeuerchen. Und dann hoffen wir, dass uns hier keine Trolle überraschen. Und dann, der kocht hier eigentlich immer so scheiße. Er jetzt echt? Oh Mann, ey. Immer mit Wacheinteilung hier. 2. Minus 1. Die ist so, die kann so richtig gut kochen. Die kann so richtig lecker kochen. Aber klar. Wo schießt der denn hin? Wie ist denn der da oben hingekommen? Das erklär mir jetzt mal einer, bitte. Alter Schwede. Alter Vater, wie ist der denn da oben hingekommen? Mach mal hier. Jetzt ruht euch mal aus. So, Hauptkoch hat das Essen ruiniert. Valerie wieder mal. Eieieiei, die Valerie. So. Dann geht doch mal rein hier in die gute Stube. Es ist auf 25 Stunden keiner mehr rausgekommen aus der Butze. Und haben wir Geld vergessen.
Aber bestimmt der Troll auf dem Dach. Der Troll auf dem Dach. Oh. Gucken wir mal. Ja, ja, ja. Eieieiei, wer ist er denn? Ei, wer seid ihr denn? Argulka! Haltet ihr mal die Schnauze? Eine heulende Horde von Trollen wartet am Eingang der alten Zwergenfestung. Ist jetzt gut? Sie knurren, schlagen mit ihren Fäusten und Keulen auf den Steinboden und schleudern dir Flüche entgegen. Jedes Geräusch wird verstärkt und hämmert wie eine Trommel an die Wände. Trotz dieses Empfangs greifen die Trolle nicht an, als würden sie auf den entsprechenden Befehl warten oder die Erlaubnis. Harulka, der Troll steht neben dem Podest einer riesigen zerbrochenen Thorax-Statue. Er ist nicht der größte oder erschreckendste der anwesenden Trolle, aber seine Bewegungen und Augen vermitteln eine seltsame Überlegenheit. Eine Überlegenheit gegenüber seinen Leuten und auch dir. Das Brandmal in seinem Pelz ist fast verheilt, es pulsiert schwach im Einklang mit seinem Herzschlag. Ja, Gäste, du stehst an der Schwelle der Festung von Hargulka, dem König der Trolle. Jedes seiner krächzenden Worte klingt, als würde man einen stählernen Dolch über einen Stein ziehen. König Hargulka hat dich nicht eingeladen, Borba. Die umstehenden Trolle starren dich schweigend mit hasserfülltem Blick an. Ja, wir quasseln noch gar nicht lange rum, oder? Ihr redet nicht mit Monstern. Die hässliche Fratze des Trolls wird noch hässlicher, als er verächtlich das Gesicht verzieht. Borba nennen Troll Monster, aber greifen zuerst an. König Tartuk will schließen Abkommen mit Borba, will das Trolle Borba nicht mehr fressen, aber wie kann König Hargulka schließen Abkommen mit Monstern? Du wirst diesen Ort nicht verlassen, dummer Borba, hättest nicht kommen sollen. Er reibt sich das halb verheilte Brandmal auf seiner Brust. Hargulka muss sich aber vorbereiten, finde Hargulka später, wenn du kannst, Fremder. Dur Borba, Dur Garbanjark. Hargulka schlägt mit seinen Fäusten gegen die Thorax-Statue und springt in den Seitengang. What? Ey, das hätte er gar nicht geschafft. Ich war viel zu schnell, da hätte er gar nicht hingekriegt. Ach, Potti Potti. Ja, pass auf, du da, du da, du da, du da, du da, du da, du da. So, ich finde das sehr bequem, dass sie diesen Säurespritzer selbstständig machen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, was ist denn hier los überhaupt? Sehr selbst robuste Zwergmauern konnten der Wut der Trolle nicht trotzen. Na, dann gehen wir mal gucken, wo der sich hier verkriecht. Und eine Truhe, die looten wir mal. Es gibt nichts Gutes, außer man lootet es. Gut Loot will Weile haben. Oh, wer seid ihr denn? Fark Borba hier. Borba will Papa töten. Warum Borba Papa töten? Die Trolle, die scheinbar aus dem Nichts erschienen sind, sehen aus wie kleine Kopien von Kargat. Allerdings sind sie im Vergleich zu diesem eher klein, da sie ungefähr die Größe eines erwachsenen Mannes haben. Borba will Papa töten, Borba Garung, Borba Böse. Du uns auch töten, Borba? Ich werde euch nicht töten, aber falls mir zu Ohren kommt, dass ihr jemanden angegriffen habt, komme ich zurück und lege euch das Handwerk. So, das wäre mal geklärt. Passiert jetzt. Oh oh, da kommt Papa. Ah, Papa, verabschiede dich.
So. Guck mal hier so ein bisschen. Genau, schon tot. Der Troll macht ein krächzendes Geräusch und fällt polternd zu Boden. Dunkles, zähflüssiges Blut sickert aus seinen Wunden. Er versucht, die Hände zu heben, um sich zu verteidigen, kann aber nur noch seine Fäuste ballen. Er schnappt ein letztes Mal mit seinen Kiefern, um dich zu beißen. Mit einem Mal wird er still. Hätte so gedacht, mein Freund. So, das einsammeln. Was für eine Tür da? Kann ich die aufmachen? Ich kann ich sogar aufmachen. Uah, was ist denn da drin? Oh, habe ich jetzt gemacht. So, was haben wir denn da alles? Nicht mal looten. Da haben wir eine Geheimtür. Mehr sonst nichts mehr. Da ist noch eine Tür, guck mal. Ich sehe denn noch irgendwas in dem Raum. Hier ist noch eine Tür, die wurde aufgerissen, aufgerollert. Okay. Was ist denn hier für eine Tür? Guck mal, hier ist noch mehr. Denn das über das Wesen der Göttlichkeit kann ein Sterblicher ein Gott werden, ist allein der Gedanke schon Blasphemie. Wissenschaft basiert auf Erfahrungen, die durch Beweise untermauert werden. Trifft Wissenschaft jedoch auf Theologie, scheitert sie. Der Begriff Evolution findet keinerlei Anwendung, wenn es um den göttlichen Funken geht, der triste Materie auf unfassliche Art und Weise erleuchtet. Das beste Beispiel hierfür sind Engel, denen wir die Existenz unserer tugendhaften sterblichen Seelen verdanken. Ein Paradoxon in meinen Augen. Eine sterbliche Seele verwandelt sich in eine unsterbliche Essenz. Es gibt so viele atemberaubende Ereignisse, von denen jedes einzelne eine Verbindung mit dem Göttlichen vermuten lässt. Die sonnige Zaren Ray ist ein perfekter Beweis für diese These. Ja, ist ganz interessant. Sieht mich aber gerade nicht. Was ist mit ihm hier los? Du siehst einen Haufen verstümmelter Leiber, der bis unter die Decke reicht. Die Kadaver waren einmal Menschen, Zwerge, Kühe, Schafe und weiß Gott was sonst noch. Einige Kadaver sehen frisch aus, bei anderen hat bereits die Verwesung eingesetzt, die den Gang in einen übel riechenden Gestank hüllt. Vermutlich haben die Trolle diese Ecke als Fleischlager genutzt. Du willst gerade weitergehen, als du eine schwache Bewegung am Rand des Haufens wahrnimmst. Nach einem genaueren Blick stellst du fest, dass eine der vermeintlichen Leichen noch nicht tot ist. Ein Zwerg mit nacktem Oberkörper bewegt lautlos seine Lippen und starrt mit blinden Augen zur Decke. Seine Brust ist mit riesigen Bisswunden übersät und er hat keine Beine mehr. Jemand scheint sie ihm bis zu den Knien abgebissen zu haben. Armer Mann! Octavia ringt voller Mitgefühl mit den Händen. Ich fürchte, unsere Magie kann ihnen nicht mehr helfen. Wir sollten, sie schluckt einen Kloß hinunter, ehe sie weiterspricht, ihn von seinem Leid erlösen. Lasst uns dieser unglücklichen Seele einen schnellen Tod schenken und dann Jagd auf die Monster machen, die dem armen Mann das angetan haben. Christian untersucht den Zwerg sorgfältig. Schwierig, flüstert der Priester. Ein einfacher Heilzauber wird nicht ausreichen. Er wirft dir einen vielsagenden Blick zu, aber das ist kein Grund, es nicht zu versuchen. Hier den sterbenden Zwerg zu untersuchen, den Zwerg heilen, wir versuchen ihn zu heilen, chaotisch gut den Zwerg erlösen, der arme Kerl hat genug erlitten, wenigstens können wir ihn von seinen Leiden befreien, aber wir untersuchen ihn erstmal. Der Zwerg macht nicht den Eindruck, als würde er überleben, er hat viel Blut verloren und jeder andere wäre seinen schrecklichen Wunden längst erlegen. Dass er sich noch immer an das Leben klammert, grenzt an ein Wunder oder ist seiner unglaublichen Sturheit zuzuschreiben. Ja. Wir versuchen ihn zu heilen. Ein Heilungsversuch zeigt Wirkung. Der Zwerg scheint sich zu erholen und beginnt in einer unbekannten Sprache zu sprechen. Karadash Kramduk Gadalon. Plötzlich wird es um dich herum dunkel und der Boden beginnt im Einklang mit der Stimme des Zwergs zu beben. Utschmar Chyril Najak. Meine Hündin kann ich haben, wenn ich Zwerge spreche. Habt ihr gehört? Was ist das? Was geht hier vor? Hört sofort auf damit, ihr Schurke. Octavia bricht in Panik aus. Wir sollten fliehen oder uns verstecken. Schnell, bringt ihn zum Schweigen. Ungeachtet der Worte des Zwergs wirkt Tristan einen Heilzauber auf ihn. Als seine Heilung einsetzt, unterbricht der Zwerg seinen Monolog und scheint sich seiner Umgebung wieder bewusst zu werden. Unter großer Anstrengung bewegt er den Kopf und sieht dich an. Ihr seid kein Troll. Christian wirft dir einen dankbaren Blick zu, ehe er zur Seite tritt, um dich mit dem Zwerg sprechen zu lassen.
Ich dachte, ihr gehört zu denen. Der Zwerg hustet und spuckt dunkles Blut aus. Ich bin der Priester von Thorak, habe diesen alten Vorposten durchsucht, bin offenbar fündig geworden. Er versucht zu lachen, bricht aber in neuerliches Husten aus. Kommt näher. Unter enormer Anstrengung hebt er seine Hand und flüstert einen Segen, der im Gegensatz zu seinen vorherigen Flüchen süß und gütig klingt. Diese letzte Anstrengung scheint zu viel für den sterbenden Zwerg gewesen zu sein. Als er fertig ist, lässt er seine schlaffe Hand sinken, stößt einen letzten Atemzug aus und verstummt. Was haben wir denn da für einen Segen jetzt bekommen? 8 Minuten. 8 Minuten, er ist ja nix. Im Haus liegt der beißende Gestank von Aas in der Luft. Ja, besser als nix, ne? So ein Segen über 8-9 Minütchen. So, Freunde der Nacht, wir gehen an dieser Stelle einmal kurz raus, ja? Wenn es euch gefallen hat, seid ihr so gut und abonniert den Channel und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Theodar. Ciao, ciao.